da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, A Dark Knight. Also nicht der Dark Knight, sondern A Dark Knight. Auf jeden Fall eine kleine Mission mit Rettungsthema. Also wir müssen jetzt jemanden wieder zurückholen. Also wir müssen die Tochter von Lord Charles müssen wir zurückbekommen. You have a powerful man, you're adept to bring the girl back alive, so then let her die. Sie darf nicht sterben. 350 Loot sollen wir nebenbei noch nehmen und wir sollen zum Pub zurückkehren. 500 Loot auf Ex-Hard und auf Master als Experte 800. Das ist interessant, also wir dürfen andere umbringen. Wir dürfen nur sie nicht sterben lassen und wir müssen sie zurückbringen. Okay, wir starten in einen sehr geräuschlosen... Oh. Na gut, das hier sieht aber besser aus. So Rainy Day mäßig. Wobei ich jetzt letzter Zeit sehr viele regnerische, matschige... Ist das der Pub? Das ist nicht der Pub. Matschige Orte gespielt habe. Machine Works. Komme ich nicht rein. Okay, aber man kann es angucken. Finde ich interessant. Wir haben eine Karte. Lord Charles Home. Town Watch. Public Works. Sewer Entrance. Inn. Sind wir hier am Inn und hier ist quasi der Workshop? Warte mal, wenn jetzt hier der Sewer Entrance ist. Jo. Dann ist das Inn, wo ich gerade bin. Haha, das reimt sich sogar. Okay, da sollen wir dann zurückkehren. Und wir sollen ja seine Tochter finden, aber... Warum müssen wir dafür zu ihm gehen? Power Station 2. Hallo? Oh. Ist da jemand? Die sind feindlich. Hallo? Irgendjemand da? Ich will mal kurz lesen, was da steht. Was steht da? Hey, wer bist du? Town Watch. Ja! Au! Also es ist eine Wachstube hier für die Stadt. Und hier geht's zu den Lord. Wir sind ja quasi dort erwünscht, oder? Warte mal. Rescue the child. Lord Charles Estate. Oder wir sollen vielleicht im Anwesen die Tochter rausholen. Und die ist gar nicht die Tochter von diesen Charles. Das habe ich falsch missverstanden. Also, dass quasi, dass das gar nicht die Tochter von ihm ist, sondern dass die dort ist und er will sie raushaben und, ich weiß gar nicht, für wen sollen wir... Haben wir ein Briefing? Wir haben kein Briefing am Anfang. Hier ist eine Nachricht. William, when you come in tomorrow, double check the lights in our sector. I think we're going to have to replace number 7, which keeps blinking. Okay. Von Patrick. Patrick Star. Moment, ich mach mal kurz was. Ich will mal ganz kurz schauen, Ach halt, stopp! Was hier steht. Your employer's daughter. Ah, wir müssen die von den Lord Charles holen. Okay. Quasi, wir wissen nicht mal, wie unser Typi heißt. Achso, was haben wir denn da als Sachen? Wir haben ein Schwert, ein Blackjack, Breitkopfpfeile, nur ein paar Wasserpfeile, kein Seilpfeil und Dietrich, habt ihr ja schon gesehen. Mit einer Blitzbombe. Die kann natürlich sehr praktisch sein. Das heißt, wir müssen über diesen... Ich habe noch nie einen derart einladenden Kanal gesehen. Wir müssen über diesen Ort dann auch wieder sie rausholen. Da geht's weiter. Was ist hier drüben? Hier ist eine Sackgasse. Ne, hier geht's auch hoch. Okay, hier können wir raus. Okay, da sind wir wahrscheinlich auf dem Grundstück. Ich will mal ganz kurz gucken, was die Tür da hinten für uns bereithält. Nichts. Okay. Ist das die Blinking? Das komische Licht, was kaputt ist? Ist das nicht ein... Vielleicht ist es ein Bug. Das wäre so lustig, wenn das ein Bug von ihm wäre, was er nicht gefixt hat. Und dann hat er das mit ins Spiel integriert. Das wäre natürlich lustig. Oh, das sind Diebe.
Du hast nichts bei dir? Ich dachte, da war was. Ich mach die Zähne auseinander. Ich dachte, da war was. Das denke ich auch immer. Okay, da scheint ein guter Hintereingang zu sein. Was ist das denn? Eine Axt. Okay, das müssen wir knacken. Er ist schon in die richtige Stimmung. Ich kann den Käse nicht mitnehmen. Das ist schon mal Punkteabzug. Schon mal die richtige. Was war das für ein Geräusch? Oh Gott. Oh Gott. Okay, ist alles voller Diebe. Okay, und hier. Hier kann ich nicht rein. Oh, Piraten. Arrr. Ein bisschen Loot mitnehmen. Aber ein Billardtisch ist da. Kann ich die Sachen nehmen? Nee. Ja, ist doch, es gab eine Fanmission. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Da konnte man sogar ein Secret finden, indem man die Billardkugeln eingelocht hat. Der kommt ja nicht hier rein, oder? Ich mach mal einen Hard Safe. Falls ich mich mal versafen sollte. Jetzt nach oben. Noch mehr Loot. Schönes Anwesen. Zwei Statuen, die hier hinkommen. Okay, ich kann es knacken. Ist überhaupt kein Griff da. Wo ist der Griff? Tresor. Ich hoffe, dass das keine Falle ist. Finde meine Tochter, hol sie hier raus. Klingt immer nach einer, irgendwie nach einer Falle. Wow, Cash. Okay, wir haben noch genug Loot offen. Badezimmer. Aber sehr, sehr karg eingerichtet, aber mit Licht. Oh, die Lampe sieht neu aus. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Das sieht aus wie der Vordereingang. Keine Wache am Vordereingang. Ah, so kommen wir auch raus. Okay, also wir können auch über hier fliehen. Weil wichtig ist, wenn ihr einen Auftrag habt, um jemanden rauszuholen, denkt immer daran, ihr seid erstmal langsamer, ihr seid sichtbarer, weil ihr einen Körper bei euch tragt. Und ihr braucht immer einen schnellen, guten Weg. Den solltet ihr immer nebenbei versuchen. Den sollte man immer versuchen, gleich ausfindig zu machen. Okay, Baracken hier ist abgeschlossen. Ne, das sind keine Baracken. Wobei das. Doch, doch, das. Die haben aber schöne Betten. Also, dafür, dass das nur Handlanger hier sind. Make myself clear. Why Sir Charles is away taking care of his affair in the city. This is not a license to goof around. No drinking or gambling while on duty. You have plenty of time to do what when you are down at the docks. And stay out of the attic and basement. Ah, das könnte die Tür sein, die wir nicht zugekriegt haben. They are secure enough and the master wants no piffering. Any violation of this rule will be dealt with harshly. Oh, Kenneth. Okay, also der Dachboden und der Keller ist tabu. Halt, hier war es wahr. Das ist interessant. Also wenn, dann ist sie direkt im Keller eingesperrt. Oder auf dem Dachboden. Aber warum sollte der nicht. Sollte das nicht noch doppelt gesichert sein? Sollte es nicht wichtig sein, dass sie wirklich gut bewacht ist? Oh, wer ist das denn? Ist das Kenneth? I had feared that kidnapping the girl
would draw too much attention to our work. This master is in the rings, truth and complete fools of the town watch school. Every area but the singing was being explained. To the Dark Lord with this blessing protection. Mhm. So läuft das also hier. Okay. Ich würde gerne die Banner morden, nur um zu sehen, was dahinter ist. Aber ich hatte die Befürchtung, der wird wach dadurch. Hat der einen Key bei sich? Nee. Okay, was ist das hier? Eine Toilette. Eine Toilette. So, die Treppen waren etwas weiter weg. Hier. Okay, ist hier wieder was abgeschlossen? Hier ist so eine Kristallkugel. Kein Lichtschalter. Sieht alles ein bisschen spooky aus. Oh, das ist aber ein schönes Schloss. Ich mag das Design der Kiste. Das gefällt mir. Aber ich mach mal hier so. Muss sagen, bis jetzt habe ich noch viel zu wenig mir mal ein Bilderchen davon gemacht. Was steht denn hier? Ich habe das Gefühl, dass das so eine Art Satanistenkult ist. Oder dass sie die quasi für den Trickster opfern oder sowas. Quasi für den Dark Lord. Deswegen haben sie sie gekidnappt. Okay. Die Frage ist nur, wo schläft der Master? Der wird bestimmt einen Schlüssel haben für die Türen. Ah, hier geht's zum Dachboden. Glaube ich jedenfalls. Okay. Loot steigt auch immer weiter an. Was ist das für ein Raum hier? Ich habe das Gefühl, dass hier ein Secret ist. Warte mal. Kein begründeter Bannermord. Oh. Das sieht schon etwas unheimlich aus. Das sind keine normalen Kidnapper. Ich warte eigentlich die ganze Zeit auf den Plot-Twist. Sieht aber auch aus, als wäre hier nicht irgendwie noch was versteckt. Also es ist ja ziemlich leer, das Ganze hier. Ah, hier ist was. Oh mein Gott. Achso, der macht die Tür zu. Okay. Eine wunderschöne Schädelsammlung hat der Herr. Okay, wir haben das Loot-Ziel erfüllt mit 800. Und sie darf nicht sterben. Also sie rauszuholen dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich habe schon gesagt, es wäre ein bisschen zu... Ach, es ist doch schön, dass hier solche Lampen verwendet wurden. Nicht immer so das herkömmliche, hier eine Fackel, da eine Fackel. Macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerer, weil man kann sie nicht einfach ausstellen. Sei denn, man findet den Schalter dazu. So, dann gehen wir mal in den Attic. Also ich würde sagen, dass hier uns eine Möglichkeit gibt, was im Keller zu machen. Kuckuck. Bist du hier, kleines Mädchen? Passt vielleicht deswegen, da heißt es A Dark Knight vielleicht.
weil das irgendwas mit dieser Dunkelheit zu tun hat, die sie hier anbeten. Hallo. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Ah, eine geheime Wand. Jetzt ist die Frage, wie öffne ich diese Wand? Wo ist der Schaalter? Oh, habe ich irgendwie Licht oder sowas? Nee. Das ist echt duster. Hier deine Fässern. Mit der Lampe haben wir auch schon gehabt. Finde ich immer noch frech, sowas zu machen. Oh, ich glaube, ihr habt ihn bestimmt schon gesehen und ich habe ihn übersehen. Aber hier würde ich niemals den Schalter verstecken, weil dann weiß man gar nicht, wo ich es öffne. Es muss hier vorne sein. Mann! Wo ist der Schalter? Hab dich! Okay, jetzt machen wir das Türchen wieder zu. Erstmal horchen. Ich höre nichts. Also ich glaube nicht, dass sie da drin ist. Ach du Scheiße. Ich konnte mir schon fast denken, dass das so ist. Ich höre was rumflüstern. Ein Key. Basement Key. Und Loot. Ich will nicht den Gong schlagen. Ich habe Angst, dass passiert was Schlimmes. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr alleine hier. Ist meine Angst auch unbegründet. Okay, dann auf. Okay, der Typ ist wieder da. Alles ist fein. Alles ist fein, alles ist fein. Was? Was? Achso, hier war der Billardtyp. Ja, hier kann man ja. Hä? Hey, warte mal. Hä? Achso, oh. Ja, stimmt, wir sind ja hier. Okay, wo ist sie? Es geht noch tiefer runter. Oh Mann. Ich will doch nur das Mädchen retten und raus hier. Ich will nicht noch mit irgendwelchen spooky Dingen zu tun haben. Oh. Ist die Frage jetzt, weil ich die deutsche Version habe, kommt jetzt die Musik? Und im Original würde hier eine ganz andere spielen? Oh, das ist der... Ah, okay. Noch ein Fluchtweg. Okay. Und noch mehr Loot, falls ich noch nicht genug gefunden habe. Sind wir schon bei 1000. So, hier haben wir eine Türe. Die ist verschlossen. Was ist das? Ein Boiler. Ofen. Bein. Ah,
Okay. Na dann. Hoffentlich war. Ich höre sie aber nicht. Das klingt. Das ist alles so nach Falle irgendwie. Basement geht nicht, okay. Knacken geht. Ach du Scheiße. Ihr seid, ja. Ihr hängt ein bisschen ab. Oh, die Tür geht einfach auf, okay. Da ist sie. Ich sollte mich beeilen. Okay. Ich muss das auch knacken. Kleines Mädchen. Jo. Wie heißt sie? Mary. Okay, dann brauche ich jetzt den Key nicht mehr. Und wir können über die Kanalisation gehen. Okay. Das ist alles viel zu einfach, Leute. Alles viel zu einfach. Okay. Und verpieseln wir uns hier einfach. Wir müssen jetzt nur noch. Keep her alive and return to the inn. Okay. Ja, ich heb's immer wieder auf, da wird's mal Ziel aktualisiert. Okay. Das war schon immer so, ja? Tja, das war's. Was? Das war die Mission? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Okay. Warte mal, wo habe ich gespeichert das letzte Mal? Hier war. Hier habe ich gespeichert. Ach, scheiße. So, meine Frage ist jetzt. Wäre hier noch mehr gekommen? Ich hole sie mal hier raus. Und dann gehen wir nochmal hier nochmal rein. Also, das war ja wirklich simpel. Bringen sie mal kurz ein bisschen weg. Wir gucken. Und ja, vor allem, ich habe 100% Loot bekommen. Das kann doch nicht alles sein. So. Ja, hier sind welche, die wollen die opfern, die Menschen. Vielleicht erwarte ich auch zu viel. Ich weiß auch nicht. Warte mal. Ich kann ja das hier so lassen. Wir gehen nochmal über den Vordereingang. Achso, die Tür habe ich nicht aufgemacht. Na, warte mal. Komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Okay, ich muss doch den Weg nehmen. Ich wollte nämlich den Weg eigentlich erst nehmen. Aber es gibt ja jetzt nichts mehr zu holen, weil es gibt keinen Loot mehr. Aber ich würde mich ganz. Mich würde es ganz ehrlich interessieren. Ob es da noch irgendwas gibt. Habe ich irgendwas. Vielleicht war ich zu sneaky unterwegs. Vielleicht hätte ich noch irgendwas triggern können. Die laufen auch so komisch, die Wachen. Hier bin ich. Hey! Dein Arsch gehört mir, Garrett! Ja, du bist eine normale Wache, oder? Ha!
alles viel zu gruselig gemacht. Wo war die zweite Wache? Die pennt hier. Nee, hä? Wo? Nee, da war auch unten. Kenneth war auch unten. Weil der Lord ist ja nicht zu Hause. Wach auf, du Satanisten-Arsch. Stehen bleiben. Oh, das ist Magier. Okay. Kann er da weg? Du bleibst nicht lange in deinem Versteck, Schleicher. Oh, scheiße, da ist er ja. Treffer. Treffer. Das ist bestimmt ein Schädel. Komm ran. Hä? Nö, das ist einfach nur ein Feuerbolzen. Du willst kämpfen? Du willst kämpfen? Ich mach dich platt! Ich mach dich platt! Ich hab mal ein Bild davon gemacht. Okay, gut. Das war's anscheinend. Ja, wirklich. Also... Oh, ich dachte mir dann noch, dass vielleicht irgendwie noch ein magisches Wesen oder so beschworen wird oder so. Dass mich dann hinterher jagt. Oder der Typ... Oder die Typen kommen runter und... Wollen mich aufhalten, dass ich das Mädchen stehle. Oh, ein bisschen enttäuschend. Also wirklich. Aber ansonsten eigentlich gut konzipiert. Also es jetzt hat keine Bugs gehabt. Es war nur wieder sehr short. Das ist also wirklich eine sehr kurze Mission. Muss man mit leben können. Und eine... Es ist halt eine kurze Rettungsmission. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also... ansonsten coole Idee eigentlich mit dem... Mit dem Design, dass es halt so direkt die Leute aufgeknüpft wurden und da musst du quasi, es hat einen Grund, warum die einfach entführt wurde. Es wurde nicht einfach nur, macht ja hier, hol sie raus. Ich hätte mir aber noch einen Plot gewünscht. Ich hätte mir wirklich noch einen Plot gewünscht, wie zum Beispiel, dass in Wirklichkeit, obwohl sie war ja definitiv gefangen. Ja, sie war definitiv gefangen, aber stell dir mal vor, sie wäre nicht gefangen gewesen und wir entführen sie. Wir sind eigentlich der Entführer. Und sie wurde gar nicht entführt. Das wär cool gewesen und dann stellt sich raus, dass wir das für ein jemanden bringen, ja, der sie quasi opfern möchte oder sowas, müssen es dann noch schnell wieder rückgängig machen oder sowas. Ah, das wäre eine coole Idee. Ich habe schon wieder bessere Ideen als das, was jetzt hier umgesetzt wurde. Ja, es ist wirklich sehr schade, also es gab keine, was soll ich dazu sagen? Es gab hier nichts, es gab wirklich nichts, aber ich will sie halt nicht so schnell, so harsch, bewerten, weil sie letztendlich für das, was sie ist, für dieses kurze Level, war sie trotzdem lieb, Design, viele, viele Ausgänge. Hier, naja, es war nur eine einzige wirkliche Wache da, der andere hat gepennt und es war schwer, ihn aufzuwecken. Oh, das ist ganz, ganz schwer. Also ganz knapp gebe ich den 3 von 5 Pentagramme. Also mehr kann ich da wirklich nicht dazu sagen. Es war Dark Knight, es war wirklich eine Dark Knight. Kann man vielleicht als kleine Unterhaltung sehen. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Das war die Fan-Mission. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.